wohl aus. Es erinnert mich stark an den Erebor. Ich hatte vergessen, dass ich riesigen das so okay, das ist nicht Soldaten, die riesigen Statuen. Kommt mir bekannt vor. Ja. Beeindruckend. Ob das ja, uns friedlich gesinnt ist, ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass. Ja. Das sieht doch sehr bedrohlich aus. Was hat er gesagt? Er meinte, er stimmt zu. Und dass du echt Glück hast. Mhm. Leute, ich bin auch mal angekommen. Ich war ein bisschen langsam, aber bin auch hinterhergekommen. Gehen wir weiter. Ich muss nur kurz nur meine Verzauberungen prüfen. Ja. Du hast Schiss? Ich kundschafte mal aus. Kann das sein, dass du ordentlich die Hose voll hast? Was ist los? Nichts. Bin wohl auf eine Stelle mit Seelensand oder so. Alles klar. Hast nur was im Auge oder was? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt bewegt deine Füße. Ist mir gleich, ob du durch einen Trank der Langsamkeit schwimmst. Beweg deine Füße, Jack. Du stellst dich blöd an. Was? Ja, du ja, sollst ein Held sein. Ich kann das besser. Gibst dir einen Held sein. Die Gepetra dort vorne, die ist nur da hinten. Hey, ist der. Du bist ihr Idol. Uns, ja, amigo? Ich meine, aber nur, wenn du dich besser anstellst, ja. Ja, und sie ist eine tolle Abenteurerin. Ich möchte nicht, dass sie denkt, ich bin weg vom Fenster. Ich finde Peter. Bist du extrem. Also. Komm schon, Jack, du kannst das. Na, reiß komm. Dich zusammen. Ja. Sag ich mal, was in mir steckt. Recht. Ich bin doch Jack. Na komm. Na, bitte. Mach mal deinen Fernstolz. Ich habe die nächste Tür da unten gefunden. Aber dafür ist dein Handschuhding nötig. Ja, komm. Dann lass mal weitergehen. Wo bleibt ihr denn? Komm. Wir kommen schon. Los, schauen wir es uns an. Komm. Tja. Das ist eine sehr verzwickte Situation. Okay, das ist cool. Und Jesse will cool sein vor ihm und... Klar. Mal sehen, wie cool du es er findest, will wenn dein Leben cool sein auf dem vor Petra. Petra will cool sein kurz vor ihm und vor Petra vor... Und er vor Petra. Was Petra weiß, wird. Ziemlich heftig. Mach es einfach auf wie ich, dann wird es schon. Ach, wirklich? Ich meine, ja. Ja, du bist der Boss. Treten wir vor. Rein geht's. Schlagen. Schmerz. Eine Ebene weiter. Voran. Oh, der Weg ist versperrt. Da kommt man auf dem Weg nicht mehr so leicht raus. Wahrscheinlich mit dem Schlüssel schon irgendwie, aber. Also mit der. Mit dem Handschuh. Leute, aber ja. Bewegung! Ja, die Wächter. Wow, das war echt knapp. Erinnerst du dich an irgendwas, Jack? Ich. Alles verschwimmt. Ich glaube, der war noch niemals hier, oder? Ein Handschuh. Aber der willkommen hier. Würdig ist. Ja. Der Strukturenblock, ja. Dann holen wir uns den mal. Jack, ist das dunkler Prismarin oder so etwas in der Art? Alles klar. Schwämme, cool. Wie das, was wir am Eingang gesehen haben. Die sind echt gut im Aufsaugen von Wasser. Jetzt müssen wir eine Lösung bekommen. Okay, wir können die Schwämme zum Aufsaugen benutzen vom schwebenden Wasser um die Wächter? Wasser, ja. Das mitten in der Luft schwebt? Wie ist das möglich? Gute Frage. Finden wir es heraus? Genau. Das ist auf keinen Fall. Knacken wir das Rätsel.
nicht mehr auf mich. Leute! Ja, aber was, wenn es stimmt? Mit dem Admin? Ja. Dann sind wir in Gefahr. Mit ein paar schwachköpfigen Schulkern. Mit dem Admin bin ich mir nicht sicher. Aber dieses schwebende Wasser gefällt mir gar nicht. So, genug mit dem Admin-Mist. Du meintest, Schwämme könnten das blöde schwebende Wasser aufsaugen, ja? Ja. Versuchen wir es doch. Also, wir werden die Schwämme auf dem schwebenden Wasser nutzen, es aufsaugen. So sollten die Wächter verschwinden. Den Job will ich. Diese Fische schulden mir was. Okay, aber jemand muss loslaufen und die Wächter ablenken, oder? Um für euch Zeit zu schinden? Etwas Unterstützung. Na komm, machen wir es doch mal endlich mal. Jemand, der nicht läuft. Okay, na komm. Ich laufe und halte die Wächter in Schach. Du und Jack übernehmen die Schwämme. Ja, komm. Lass mal. Hauptsache, wir machen mal zusammen was. Bereit. Muss mal anfangen. Dann los. Auf geht's. Der Plan ist... Boah, Junge. Yep. Der Plan steht. Komm. Hup. Ausweichen. Wie ist es, wenn man hässlich und schlecht im Job ist? Tja, das müssen die ja wohl am besten gut abgelenkt. Und mit einem Schwamm. Na komm, Jack, trau dich. Jack? Mach, Jack, Jack, Jack. Jesse, Mann. Es gibt ein Problem mit Jack. Jack jetzt. Jesse, fang. Das muss hier mal wieder... ich hab doch gefangen. Ja. Ja, nochmal von vorn hier. Schneller reagieren. Wie ist das, wenn man hässlich und schlecht im Job ist? Nope. Ausweichen. Ja, das war nicht gut ausgewichen. Ja. Geschafft. Na komm. Sonst rein und Steck hat ein Problem. Was ist los mit dem? Komm, stell dich nicht so an. Jack? Jack? Wer Jesse, ist denn? Es gibt ein Problem mit Jack. Ja, es gibt ein ordentliches Problem mit Jack. Na komm. Ach, verdammt, zu spät. Ich bin ja nicht da. Reaktionsgeschwindigkeit. Ja, schlecht dran. Quicktime Events. Ich muss zielen und dann drücken. Wie ist das, wenn man hässlich und schlecht im Job ist? Na, zack, so seid. Ausweichen. So. Jetzt hatten wir das schon einige Male. Jetzt kennen wir schon die Sache. Jetzt wissen wir schon, was passiert. Steckt ja dein Problem. Bald können wir mitsprechen. Na komm. Jack? So muss ich mal zielen. Jesse, es gibt ein Problem mit Jack. Ja, ich hab die Steuerung noch nicht ganz drin. Na komm, fang! Was machst du denn? Das wird doch langsam blöd hier. Jack! Jesse, es gibt ein Problem mit Jack! Ja, dann jetzt mal, komm, jetzt ist mal hier. Jetzt machen wir jetzt. Jo, jetzt kommt ZR! Ja, so, super. B, so, zack. Nice. Fürst 3 mit Ü. Ja. Beim x-ten Mal geschafft. Wir sind fast draufgegangen. Naja, nicht nur fast, wir sind mehrmals draufgegangen. Hey, das dachte ich auch. Ich. Hier darf man nicht versagen. Die winzige Entscheidung hier. Leute, es tut mir leid. Dieser Inventarhaufen dort. Das war mein Freund. Das hat dein Freund gehört. Das war nicht dein Freund. Nein, ich brauche kein Mitleid. Ich habe es nicht verdient. Ja. Ich will jetzt allein sein. Was von was das übrig ist, allein sein. Muss irgendwo hier unten sein. Das ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will aus diesem Raum raus. Der Strukturenblock muss in der Nähe sein. Nürm geht schon mal vor. Ja, komm. Suchen wir mal den Strukturenblock. Ich gehe mal zu Nürm darüber. Nürm ist schon am Ausgang dahinten, wie es ausschaut. Oder ist das der falsche Ausgang? Ah,
Nun. Reden wir mit ihm mal. Hey, Norm. Was ist los? Ach, du bist wegen Jack besorgt, was? Das wird schon. Ja. Ja, ich mache mal weiter. So, noch. Oh, eine Truhe. Ein Truhenrätsel oder was? Dunkler Prismarin. Nicht wirklich der Strukturenblock, aber nützlich. Ja, vielleicht kann man sich daraus den Strukturenblock bauen. Kann man sich was Tolles draus machen. Wenigstens verfügt der Tempel netterweise über eine Werkbank. Ja. Ich kann nichts Hilfreiches bauen. Jedenfalls noch nicht. Müssen wir noch ein paar andere Truhen finden. Ja. Petra. Wie läuft es hier drüben? Okay. Ich muss ständig dran denken, was mit Jack geschehen ist. Ja, echt? Ist echt nicht nur, edel. Wenn ich hier deinen Inventarhaufen sehen würde, käme ich nicht viel besser damit zurecht als er. Ja. Gut. Ja, seltsame Tür, schauen wir sie uns an. Ja, ich glaube, ich muss gleich mal eine Pause einlegen. Das sieht nach einer Art Muster aus. Weil Switch ist alle, Kamera ist alle. Schreit nach einer Aufnahmepause. Oh nein, ein Rätsel. Ja. Och nee, da weiß doch das Muster nicht. Oh, verdammt. Müssen wir das Muster rausfinden. Ja. Ist hier irgendwelche Hinweise darauf? Ja. Hoch und runter gehen. Ein bisschen grübeln. Beim Hoch und runter spazieren. Jack. Was läuft bei dir? Jack, geht es dir gut? Ich will gerade mit niemandem reden, Jesse. Verstehe ich. Ich grübele. Würde ich auch nicht. Grüblerisch. Ja. Würde ich auch nicht mit anderen reden wollen. Wie ich gerade festgestellt hätte, dass mein Partner hier in der Höhle verstorben ist. Wächterbeute. Das könnte vielleicht nützlich sein. Können wir vielleicht gebrauchen zum Craften. Das Puls mit dabei. Kann man vielleicht was mit bauen? Gibt es hier noch irgendwas Sinnvolles? Oder war es das? Ist das genug, um zu bauen? Ich glaube ja. Hier ist der Ende, der Anfang des Raums, beziehungsweise das Ende. Ja, den Schwamm können wir nicht weiter benutzen. Na, dann mal rüber da. Da können wir bestimmt schon was Nützliches mit craften. Mal schauen, was da so draus wird. Was kriegen wir? Werkbank verwenden. Ja, da können wir bestimmt was craften. Seelaterne, Prismarin. Eine Seelaterne. Ja, warum nicht? Wie ging die nochmal? Splitter da oben und das Kreuz in der Mitte. Zack. So. Da, zack. Und hier. Batz, batz, batz. Splitter dort. Herstellung. Sehr schön. Seelaterne. Schön. So. Ein gutes Stündchen habe ich jetzt hier schon am Stück aufgenommen. Ja, müssen wir gleich mal eine Pause einrichten. Weil, ja. Weil Switch geht auch gleich alle. Kamera läuft jetzt wieder. Die ist gerade ausgegangen. Ja. Konnte nicht mehr. Musste ich gerade zum Laden stecken. Oh, Prismarin. Ich habe gerade ich hoffe, es ist alles einigermaßen mit drauf.
versuche es mal mit einer Seelaterne. Ach, so. Habe ich schon gemacht. Noch eine Seelaterne? Ja, gerne. Wie war nochmal das Rezept? Seelaterne. 4 und in der Mitte. Zack. 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 So. Also noch eine Seelaterne. So. Toll. Da hätten wir also 2 Seelaternen. Tja, da vielleicht eine Seelaterne einsetzen. Ja, ich weiß. So. Ja, das Rätsel ist Lösung. Wir haben nicht weitere Seelaternen. Ja, wo kann man noch welche platzieren? Da oben vielleicht eine Seelaterne hin. Ich weiß ja nicht. Seelaternen vorhanden. Ja. Stelle fest. Okay, und das ist dunkler Prismarin. Ja. Vielleicht da noch tauschen, dann muss man alle Plätze voll machen. So. Macht das einen Sinn? Dann noch dunklen Prismarin hin. Ah, und es geht auf. Ja, cool. Das Rätsel ist Lösung, müsst einfach vollfüllen. Die leeren Plätze. Oh, wen haben wir denn da? Der Flutzeitank! Ich bin endlich frei! Wer bist du und was machst du hier? Es war eine lange, lange Zeit. Ja. Ein weiterer Voss? Deiner Abenteurerfreunde? Scheint ihn zu kennen. Ja, das ist mein Freund Voss. Ich dachte, ja. Du wärst erledigt, Mann. Okay. Das ist unglaublich. Wie hast du hier unten so lange überlebt? Gute Frage. Du wärst überrascht, wie lange Schweinefleisch hält, wenn man ganz still sitzt. Ja, verdammtes Schweinefleisch. Es ist jedenfalls schön, euch kennenzulernen. Wie heißt ihr? Ich bin Jesse, das ist Petra. Ganz still sitzen ist auch ein bisschen. Ja. Wenn ich mich nicht irre, seid ihr tiefer als alle anderen in den Tempel vorgedrungen. Ja, das eingenommen ist wirklich mit dir. Was Besonderes. Er hat so seine Momente. Also, ja. Um Zeit zu fliehen, sollen wir hier raus und weg? Ja, was? Komm schon, Jesse. Du hast es hierher geschafft und lebst noch. Das ist doch schon ein Sieg. Oh. Tja, da müsste ich mal kurz eine Aufnahmepause machen. Ich hoffe, sie ist so schön wie meine Erinnerung. Keine Sorge wegen der Fallen, mit denen kommen wir klar. Selbst ich gebe zu, es wäre schön, mit diesem Ort abzuschließen. Na schön. Aber wenn ich nach so langer Zeit draufgehe, werde ich ungeheuer wütend sein.
Na, falls du noch wütend sein kannst. Statuen. Wenigstens machen die nicht das komische Kopfding. Die Rätsel, ja. Sind nicht so schwer zu knacken, aber ja. Alles klar. Schlagen wir es. Und da geht die Rätsel weiter. Das ist ein fieses Geräusch. Sehr fies. Schande. Los, los, los. Die Wächter. Die verfolgen uns. In Sicherheit. Und die halten im Fragezeichen. Was sind das für Dinger? Sie sind irgendwie zombieförmig. Sie klingen irgendwie wie Zombies. Aber es sind definitiv keine Zombies. Naja, wer weiß. Vielleicht sind es Zombies, die in Skulpturen, in Statuen eingeschlossen wurden. Irgendwie die Szene von Zombies, keine Ahnung. Wir haben es geschafft. Ja, und es ist unglaublich. Ich kränke gerade. Ich krieg jetzt einen Schniefen. Woher weißt du das? Nur Türme. So ein Gefühl, schätze ich. Unheimlich. Ich habe das Gefühl, dass das wichtig ist, aber ich weiß nicht warum. Alles klar. Na, dann gucken wir uns erstmal um und schauen mal, was es hier noch so Tolles gibt. Was man so noch außer des Terminals so an Sachen hier benutzen kann. Eine Seelaterne zum Beispiel. Mann, die sind hell. Klasse. Ja. Können wir die mitnehmen? Ja, ich spiele das hier tatsächlich blind. Naja, irgendwie in gewisser Weise blind. Meinst du, könntest mir mit denen helfen? Weil ich habe das schon mal bei Palutin geguckt, vor einem Jahr vielleicht, oder also vor einem gefühlten Jahr bestimmt. Vor einer ganzen Zeit. Aber selbst spielen, habe ich noch nicht gemacht. Und das ist eine Weile her. Dass das jetzt als Play gesehen habe. Bei dem Paluten. Na dann. Runen. Jetzt habe ich vielleicht was Wichtiges verpasst. Na gut. Kopfkatz. Tut mir leid, dich nochmal zu belästigen, aber... Übersetzung. Der Admin sah, dass keine Helden seine Herausforderungen würdig waren. Also verließ er diese Welt, bis die nächsten großen Helden erscheinen würden. Aha. Ich kann nicht wissen, dass du das glaubst. Oder was? Das ist doch nur ein Vorwand, um zu sagen, er hat nie wirklich existiert. Alles in Ordnung bei euch? Mir gefällt das gar nicht. Du sprichst die Sprache scheinbar. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Und mein Instinkt ist besser als neu zusammengebundene Ozelots. Was? Zusammengebundene Ozelots? Genau wie früher, Kumpel. Ja, und das alles muss einen Sinn ergeben. Na dann, darum geht's weiter, oder was? Schaut's aus. Alles klar, alles voller Runen. Hier haben wir noch ein paar Blöcke. Sieht doch sehr gut aus. Das muss es einfach sein. Schaut mal das Symbol. Genau wie das, das wir unter der Erde gesehen haben. Und der Handschuh flüstert wieder. Der Strukturenblock. Der Strukturenblock. Steht was. Alte Runen. Oh. Die übersetzt wieder. Admins weisen euren Weg. Wählt mit Bedacht. Mehr weiß er nicht. Die Schränke des Admins. Wählt mit Bedacht. Na mal schauen. Was?
Was bedeutet das alles? Das reime ich mir noch zusammen. Alles klar. Grün, rot. Mhm. Geschenke des Edmunds. Das sieht mir sehr nach Auswurfblöcken aus. Da kommen dann schlimme Pfeile raus, die mich gegebenenfalls töten. Das könnte aber auch was bedeuten. Die Geschenke des Edmund. Ja, das könnten hier Rubinen sein oder so. Jetzt müssen wir wählen zwischen links und rechts. Das ist die Mauer des Erbauers. Das ist reiner Obsidian. Da kommt nichts durch, das steht fest. Okay. Bis auf meinen Handschuh, oder? Nehmen. Und das nochmal anschauen. Nerm meint, das ist der Turm der Krieger. Wow. Ja, ich wette, der könnte eine Bande von Kreaturen im Nu vernichten. Ja, oder eine Bande von Schatzsuchern wie uns. Die Schätze des Admins, ja, das ist die Mauer des Admins. Ich greife mal zu. Der Weg des Erbauers klingt wie der, den wir benötigen. Nun ja, es soll ja ein Geschenk sein, nicht wahr? Wow. Ach, das, ich hätte die Wahl zwischen Krieger und Erbauer. Das hätte mich nicht getötet, wenn ich den anderen genommen hätte. Naja, was soll's.